Mach mal deinen Kopf da rein. Das ist neue Tischkicker, das ist mit dem unsichtbaren Ball. Hier wird immer geleiert, Digga. So. Und Tor! Das geht hier gar nicht. Man spielt mit dem unsichtbaren Ball hier. Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Hessentag immer noch. Wir laufen hier gerade rum. Nein, Klaus Fahrrad. Hey! Deswegen habe ich was gesagt. Ich dachte auch, wir sind Anna will sich eine Tasche holen. Wegen meinem Schulterschmerz, weil ich immer Schulterschmerzen bekomme. Aber was Neues, ein neues Feeling erfahren. Testen? Rechter Arm, linker Arm wie ein Rucksack. Am Anfang sind wir noch normal. Einmal kurz mitdrehen. Wir haben M-Modell. Jawohl. Nach vorne spannen, diese Gurte hier einmal schließen, bei den Herren auf das Brustbein, tickt runter, bei den Herren Damen deutlich drunter. Mhm. Hier einmal anlegen. Ein einziges Mal hier oben einstellen, damit die Länge passt. Sorry, dass ich uns so umgreife. Jetzt merkst du schon, du hast einen extrem guten Halt. Rennfahrer kann laufen. Ja, für dich ist wart es ab, wart ich ab. Finde es ist vielleicht klein, aber ich finde es schon okay. Von der es gibt Größe, für dich auch mehr. Von der Größe her. Hebst die Tasche hoch, bist du zwar gut gebaut, aber auch dir tun irgendwann die Schultern weh. Hebst sie hoch. Fällt dir das? Ja, okay. Richtig. Also ich bin aber die Farbe, oder? Ich bleibe immer zentriert, gerade stehen bei der Schulter. Voll cool. Wirklich eine Schulter ach, kaputt. Wie? Machst du diesen Trick einfach mal. Okay. Nach vorne auf, sie kriegen locker doppelt. Der Gebiss auf 25 Liter, der Gebiss auf 15,7 Liter. Bülent Ceylan hatte gerade einen Auftritt. Bruder fragt gerade, ob wir rein dürfen, obwohl wir keine Tickets haben. Dürfen wir nicht rein? Nein. Egal, wir hören von außen einfach ein bisschen zu. Guck mal, ihr seid eine geile Stadt, ohne Scheiß. Ihr seid so clever hier. Wallah! In anderen Städten muss ich noch weiter erzählen, damit sie es kapieren, dass ich es war. Aber in Funkstadt. Ja, sind das wirklich, ist das wirklich die Lache von den Leuten? Hä? Hm? Obwohl es ja türkisch ist, heißt es Zitter. Wir sind am Chillen. Und warten auf Brudergabe. Kinders. Wie hört man kurz das an? Die sehen schon wild aus, ehrlich. Schon fett. Außen knusprig, innen flaufig. Fluffig. Flaufig, ja. Ja. Digga, wie isst du das? Boah, geil. Hey, wer spielt denn hier? Ja, ich kann gleich nicht. Guck mal, ich sag so, diese Dinger haben wir erfunden. Bestimmt. Bruder, wer hat diese Dinger erfunden? Achso. Wer hat's erfunden? Sei mal ehrlich. Ja, wir. Yusuf, wer hat's erfunden? Ich. Dankeschön. Hä? Kennst du unser Cheeköfter-Video? Nein. Wir haben Cheeköfter-Sushi gemacht vor 5 Jahren. Ah, doch. Nein, jetzt ohne Spaß, wir haben das gemacht. Und nach diesem Video habe ich gesehen, überall auf TikTok, Cheeköfter-Sushi. Ja, du hast es rausgebracht. Du bist der King. Haben wir du kannst alles ändern. Warte mal. Warum machen die ohne zu fragen? Aber probier doch erstmal, bevor du. Hi, das ist ja cool. Seid ihr Brüder? Ja, bist du. Ja. Und wer bist du? Wir sind alle Brüder. Wer bist du? Wer bist du, Yusuf? Yusuf? Wer ist der älteste du? Ender. Ah, Abi dir wieder, ja. Ey, ist schon lecker aus. Okay, Freunde, G-Rolls. Ich fange mal hier an, das ist die Tomato Fire Roll. Sind Tomatenflocken außen, innen ein bisschen chillig, ja. Also ein bisschen scharf. Sind mit getrockneten Feigen und getrockneten Maulbeeren, Dill und knackigem Salat Möhren drin. Ja, mhm. Nebendran haben wir Datteln und Nüsse. Datteln und Nüsse? Datteln und Nüsse, genau. Der Klassiker, Sesam und Schwarzkümmel mit Minze drin. Und hier haben wir einmal mit Mozzarella, getrocknete Tomaten, geröstete Pinienkerne und Rucola. Hier so ein bisschen Beilagen, hä? Ja, die Beilagen sind alle hausgemacht. Okay, Yusuf macht den Test. Ich nehmen, was sagst du? Du entscheidest. Die Tomate Fire Roll. Wo? Das hier, Fire Roll. Ich will auch, aber das andere gehört mir. Bismillah. Aber in Nadel rein. Ach so, wo? Guck mal hier, eindippen. Rein dippen? Schmeckt das aber? Ja. Schieße, was du isst. Nein. Das ist nur noch eins, das will ich. Ja, dann gib mir ein anderes. Okay. First taste test. Digga, nein, ehrlich? Mhm. Scharf? Ist gut? So, der ehrlich? Nie gesagt, dass Essen schlecht ist. Warte, ich will das nächste probieren.
machen. Und du brauchst lang. Okay, wir tunken es einmal auch hier rein. Bismillah. Aber du hast gar nicht das mit Chili genommen. Mh, doch. Oh, jetzt kommt die Schärfe. Okay. Ey, ich will, dass ihr auch das Metall probiert. Soll ich euch ehrlich sein? Schmeckt erwartet. Viel besser, als ich gedacht habe. Und viel besser, als wir, wie wir das gemacht haben. Sorry. Ich probiere das nächste. Probier. Ihr müsst auch diese Tusche probieren. Das sieht scharf aus, so wie Biber. Aber dann süß. Aber es schmeckt voll süß. Ohne Biber. Mhm. Ich glaube, das erste war bis jetzt mein Favorit. Oh, das kann man ja hier eigentlich so kombinieren. Diese Tusche so hier drauf sind. Ist mit Dattel. Nicht gut. Was hast du gegessen? Das hätte ich auch nicht probiert. Dattel passt nicht so. Mm. Ey, ich finde es so, ich fand es richtig gut. Das ist das Süße. Mhm. Ja, das war auch nicht so meins. Granapfel, ja, aha. Ich glaube, du warst der, der gesagt hat, du willst nicht probieren, oder? Oder du hast keinen Hunger. Warst du das? Ich glaube, das warst du. Ja. Ich habe locker 5, 6 Stück gerade gegessen, ja. Okay, Papa will mir einen Trick zeigen. Okay, Streichholz? Ja. Okay. So, mach es zu. 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 Okay, guck mal. Ja. Jetzt mache ich, das mache ich jetzt kaputt. Guck mal. Guck mal. Hörst du? Okay. Ist kaputt. Ja. Sag mal, warte. Das ist ganz. Du hast aber deinen Finger geknackst. Nein. Doch. Gut, machst du selber, okay? Ja, Moment. Also, lass mich solches zu machen. Hä? Solches zu machen. Warte. Ich weiß nicht. Ich mach zu, weil wo ist das Problem? Find? Ja. Ich mach aber kaputt. Okay. Hast du? Ja! Da, du hast irgendwo zweite. Nein, ich hab den zweite. Doch, 100%. Hä? Hey. Freunde, was geht ab, Mann? Burak und ich sind ohne Yusuf unterwegs. Wir haben aber Yusuf-Ersatz. Yusuf-Ersatz. Du musst heute gut Yusuf ersetzen, okay? Du bist heute der Yusuf-Ersatz. Und wir haben Anne-Ersatz. Elif. Hallo Leute. Wir fahren nach Mannheim. Burak hat gesagt, der lädt uns ein. Nein. Was? Warum ich? Angerufen. Ich frag mich immer noch, Digga, der hat diese Teller gehalten wie eine Eins, gell? Das ist übertrieben heiß. Also wir sind hier essen in einem neuen Restaurant in Mannheim, sind wir in Mannheim und wir haben Iskender bestellt. Ich probier mal das Fleisch. Nicht gut? Digga, das schmeckt ganz anders. Das schmeckt ganz anders. Nein, nur wenig, fast gar nicht. Probier mal, schmeckt übertrieben geil. Warte, lass. Sag ehrlich. Kann ich schon sagen, crazy. Geil, gell? Ja, aber es ist irgendwie kalt geworden. Total. Total. Akif und Elif essen Luft. Die sind auf Diät, Digga, Diät-Cola. Also, wir waren hier in Mannheim. Ihr habt gesehen, wir haben was gegessen. Ich muss sagen, ey, der Laden, der hat neu aufgemacht. Wir haben den getestet direkt. Brutal, also ich fand den sehr gut, hat sehr gut geschmeckt. Also, dieser Iskender dort war wirklich mächtig, war sehr lecker. Das war einer der besten Iskender, die ich gegessen habe, Digga. Gell, sehr ehrlich. Ja, in Deutschland sowieso der beste, den ich gegessen habe. Ja, jetzt waren wir so ein bisschen chillen.
Mannheim, ich muss sagen, schon coole Stadt. Mannheim. Und jetzt gehen wir schon wieder nach Hause. Digga, ich bin ehrlich, ohne Yusuf ging mal fit, so eine Yusuf-Pause. Jetzt vermisse ich den schon wieder ein bisschen. Deswegen, wenn wir zu Hause sind, ich knuddel den erstmal. Yusuf, hier bin ich wieder. Okay. Wie geht's dir? Ja, gut. Also hast du wirklich gedacht, dass ich 25 bin? Sehr ehrlich. Ich hab nur Spaß gemacht. Sag, Wallah, ist das Spaß? Ja, okay, guck mal, soll ich jetzt die richtige Wahrheit sagen? Du hast gesagt, dass ich 25 bin. Ja, soll ich jetzt, ich sag alles, okay? Yusuf weiß einfach nicht, wie alt ich bin. Ich hab Papa gefragt, wie alt Bruder Geil ist. Ja. Der hat mir gesagt, 21. Ja. Und ich dachte zu 100%, du bist 25. Also Yusuf... Ich hab alles selber bekommen. Yusuf hat einfach gedacht, dass ich 25 bin. Er postet einen TikTok, wo er schreibt, dass ich 25 bin. Und ich dachte so, hä? Macht das Spaß oder denkt er es wirklich? Digga, ich bin 21. Oi. Here we go again, Freunde. Also, ich glaube, man sieht schon im Titel. Vielleicht auch noch nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß gerade nicht, was alles in diesem Vlog vorkommt. Ich bin total verpeilt. Ich denke, es wird im Titel stehen. Deswegen, wir haben wieder Babykatzen. Bevor wir dazu was sagen, zeigen wir euch erstmal die Babys. Kommt mit. Hallo. Also, hier ist Nami. Und hier haben wir Trillinge einfach. Wobei ich sagen muss, also die zwei sind etwas heller und er ist etwas dunkler, aber trotzdem, das sind einfach Trillinge. Hi, hallo, wie geht's euch? Wie geht's euch? Guck mal. Hey. Und jedes Mal, wenn man die berührt, also deswegen berühren wir die auch nicht so oft, macht Nami die eine halbe Stunde lang sauber einfach. Also wir lassen die jetzt erstmal wieder in Ruhe. Also die Babys sind jetzt eine Woche alt. Genau sogar. Letzte Woche Freitag, heute ist wieder Freitag. Freitag sind die geboren. Doch, das ist Freitagnacht. Hä? Die haben noch nicht ihre Augen aufgemacht. Ich versuche wieder, letztes Mal bei der ersten Geburt war ich der Erste, der die Augen gesehen hat von den Babys. Ich will wieder der Erste sein. Ganz kurz dazu. Das war nicht geplant. Wir wollten keine zweite Geburt. Das ist komplett ungeplant passiert, leider. Also es ist wieder Zorro der Vater und Nami die Mutter, so logischerweise. Ja, wenn man halt einen Kater hat und eine Katze, dann kommt man nicht drum herum, dann muss man die kastrieren. Oder halt einen von beiden wenigstens kastrieren. Und Nami konnten wir nach der ersten Geburt nicht kastrieren lassen, weil die noch stillen musste. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn alle Babys weg sind, lassen wir Nami kastrieren. Also wir haben uns gesagt, Zorro lassen wir nicht kastrieren und Nami lassen wir kastrieren, weil Zorro hat halt nie Probleme gemacht, aber Nami wird halt sehr oft rollig und wenn sie rollig ist, dann macht sie immer so extrem Probleme. Deswegen haben wir uns gedacht, okay, Nami hat es vielleicht ein bisschen nötiger. So wollten wir Nami kastrieren lassen, nachdem alle Babys weg waren. Also dann wurde uns gesagt, dass wir Nami noch nicht kastrieren lassen können, weil es könnte sein, dass sie wieder schwanger ist schon. Und wir haben gesagt, nee, da ist nichts passiert. Wir haben immer geguckt ab und zu, Zorro hat nichts gemacht und sowas, die ist nicht schwanger. Und dann haben die halt gesagt, okay, sicherheitshalber warten wir mal noch ein, zwei Wochen ab und gucken dann nochmal mit dem Ultraschall, so nicht, dass was ist. Und dann haben wir halt so ein bisschen gewartet und haben einfach gemerkt, dass Nami wieder schwanger ist. Also die wurde einfach sofort wieder schwanger. Wie schnell das geht. Ihr Bauch ist einfach wieder so richtig dick geworden und wir wussten, wir haben nicht mal einen Ultraschall gebraucht. Wir wussten einfach, die ist sofort wieder schwanger. Vor einer Woche sind die Babys auf die Welt gekommen. Wir haben die Geburt und sowas diesmal nicht gefilmt. Ich fand die zweite Geburt sogar ein bisschen anstrengender als die erste. Weil es hat länger gedauert. Ich war bei der Geburt nicht dabei. Yusuf und meine Mutter waren dabei. Wir können ja später unsere Mutter interviewen, weil meine Mutter hat mir auch schon erzählt, so was alles passiert ist bei der Geburt. Ja, es kommen wieder Katzenbaby-Vlogs. Ja. Was denkst du, wie viele Mädchen, wie viele Jungs? Ich weiß noch nicht, aber ich denke so zwei Jungs, ein Mädchen. Ich sag diesmal zwei Mädchen und ein Mädchen. Ich sag zwei Jungs, ein Mädchen. Oi. Anne, ich dachte, du willst keine Babys mehr bekommen. Warum machst du mir wieder Angst? Ich dachte, du willst keine Babys mehr bekommen. Warum bekommst du Babys? Ja, ich wollte auch nicht. Freunde, wir haben eine kleine Schwester bekommen. Okay, Spaß beiseite. Freunde, ihr wisst, wir haben wieder Katzenbabys bekommen. Anne ist jetzt hier. Bei der Geburt sind auch so ein, zwei Dinge schief gelaufen. Aber das soll euch Anne erzählen, weil... Aber Yusuf war ja auch dabei. Ja, Yusuf war auch dabei. Yusuf könnte es auch erzählen, aber Yusuf kann nicht erzählen. Ich kann sogar gut erzählen eigentlich. Okay, dann erzählen Yusuf und Anne zusammen. Das war Nazar. Wisst ihr noch, Emre? Wir haben gesagt, es ging alles so schnell. Wir haben es uns anders vorgestellt. Ja.
Nasalektik, oder? Auge. Ich weiß nicht. Wir haben Auge gemacht. Auge gemacht. Auge. Wenn du dein eigenes Baby so liebst, Yusuf, mhm. ja? Und so nachher noch Maschallah diyoruz ya. Ja. O bile nazar olabiliyor. Wir Türken immer, egal was Schlechtes passiert, wir sagen immer nazar değdi, nazar değdi. Immer Auge. Wer hat Auge gemacht, wer hat Auge gemacht. Aber doch nicht bei jeder Kleinigkeit kannst du doch nicht sagen, wer hat Auge gemacht. Weißt du, ja. was ich meine? Ne diyelim ama oğlum. Ja, ich weiß. Guck mal, zum Beispiel, Yusuf kriegt jetzt... Yusuf, warte. Ja, okay, aber trotzdem heißt doch nicht, dass alles von Nazar kommt. Wenn Yusuf jetzt krank wird, Schnupfen kriegt, sagen wir dann... Nein, öyle mi diyoruz canım? Ja, aber es gibt Leute, die sagen dann direkt, oh, Nazar demiş. Ja, okay, weiter. Tsunami. Tsunami. Geburt war diesmal, also Name war ganz anders. Wie beim ersten Mal. Ja. Und ich habe auch jedes Mal Yusuf gesagt, Yusuf, da stimmt was nicht. Das war diesmal ganz anders als das erste Mal. Nami hat viel geweint halt. Letztes Mal, nach der Fruchtblase, gell, wo die geplatzt ist, ging das alles so schnell. Aber diesmal von vier, fünf Stunden hat es gedauert. Ja. Also, und letztes Mal hat es eine Stunde gedauert. Die ist auch viel rumgelaufen, dann ist immer wieder überall, wir sind dann hinterher gelaufen. Fruchtwasser. Fruchtwasser hat sie dann überall so immer wieder so, ist überall... Die war hektisch, weißt du warum? Weil ich nicht dabei war. Nein. Du doch, warst doch am Anfang dabei, du bist doch gegangen. Im ja, aber während der Geburt war ich nicht da. Ja. Und da war sie hektisch, weil ich nicht da war. Ja, deswegen hat sie auch ein Fehlgeburt gehabt. Jetzt meine Schuld? Ja, das ist meine Schuld? Ja. Oha. Warte mal, wir haben eine Fehlgeburt und das war das letzte Baby. Ich wusste nicht, dass es eine Fehlgeburt ist. Ich habe gedacht, warum macht sie nichts? Ich wusste nicht, dass es eine Fehlgeburt ist. Ja, wir haben die ganze Zeit gewartet. Ich warte, also hätte ich früher reagiert, aber sie hat es so zwischen den Beinen genommen und hat sich hingelegt und geweint, Allah, ich kann... Hat die geweint? Natürlich hat sie geweint. Die hat auf jeden Fall das Baby unter ihr Bein versteckt, so damit die anderen Babys das nicht sehen, oder warum? Ich weiß nicht. Riechen. Nein, ich weiß nicht, was sie da gemacht hat. Vielleicht weiß es jemand in den Kommentaren, vielleicht kann es jemand erklären. Sie hat es zwischen den Beinen genommen, hat überhaupt nicht geguckt und einfach hat sich zu dem anderen Baby hingelegt und geweint. Ja. Aber das... Aber wie hat die geweint? Emre, oh Asinan, oh Hariketler, oh Mimikler. Die hat schnell... Sie hat einfach geweint. Die hat schnell geatmet, so, weißt du? Böyle Ase açık, böyle yalvarır gibi, aber kein Tod. Und dann, wo ist das Baby hin? Ich habe erst versucht, wieder zu beleben. Ich habe gedacht, vielleicht kann ich ja noch was machen. Ja. Dann zwischen ein Handtuch genommen und dann habe so diese... Wie sagt man? Ein Fingerding. So mit Finger mal so Massage auf, gemacht. Auf Bauch. Ich stelle, wie es hält im Darwin-Jail-Park und vielleicht könnten wir... Ja, und dann? Ja, und dann kam halt nichts. Also Anne hat die im Wald vergraben. Ja. Bei Katzen ist es aber normal, ne? Wie? Fehlgeburten, ja? Das Baby sterben, natürlich. Ja, das also bei Katzen passiert das öfters, dass Babys sterben. Wir müssen jetzt einen von beiden kastrieren und das muss Zorro sein, weil Nami muss wieder stillen. Ja, aber Zorro kastrieren, verhungern lassen ist auch nicht einfach. Stimmt, der darf ja, ja vorher nichts essen. Deswegen habe ich gedacht, beide, wir wollten ja auch beide okay, also kastrieren lassen, aber hat nicht geklappt. Anja, wo grillen wir?